Ja, hallo und herzlich willkommen bei The Way of Business TV. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich jemanden zu Gast, und zwar ist es der David. Den David habe ich kennengelernt durch Zufall online, wie das manchmal so geht, dass man irgendwie mit Leuten auf Facebook schreibt. Und ich habe mit dem David geschrieben und wir hatten dann nach kurzer Zeit telefoniert. Und er hat mir so ein bisschen was von seinem Leben, seiner Geschichte und von seiner Einstellung erzählt, was wirklich inspirierend ist und das wirklich wahnsinnig interessant ist und einen auch berührt und fasst. Das muss man einfach mal wirklich so sagen. Und der David ist jemand, der steht jetzt hier im Interview, am Anfang seiner Karriere, am Anfang von dem, was noch kommen wird. Und wir schreiben uns ja auch auf die Fahne, erfolgreiche Menschen quasi nicht erst dann hier bei uns einzuladen, wenn die irgendwo am Ende angekommen sind, sondern wenn die am Anfang stehen oder sich auf ihrem Weg befinden. Und hier haben wir quasi ein Paradebeispiel, was das angeht. Und genug der tollen Worte. Ich begrüße dich. Herzlich willkommen, David. Ja, ich grüße dich auch ganz lieb Und zurück, so das Gespräch und auch wie es dazu gekommen ist, dass wir jetzt quasi auch bei diesem Interview hier sind, ist auch eine Geschichte für sich, finde ich so. Also das war schon sehr interessant, auch wie unser Gespräch verlaufen ist, wie so manche Sachen da halt, wie ich dir das auch erklären konnte, weil es tut einfach auch gut, wenn man Leuten davon erzählen kann, was man so alles kennt und erlebt hat in seinem Leben. Und ja, ich bin einfach froh, jetzt einfach gerade hier zu sein und dass die Leute vielleicht mal mitbekommen, wie es aussieht, wenn man gerade noch in den Kinderschuhen ist, was das Business auch betrifft. Und ja, da würde ich erstmal. ja, toll, das freut mich. Wir fangen auch direkt mal an. Also erst einfach mal die Frage, wo bist du gerade und wohin zoome oder habe ich gerade mein Gespräch? Also wo bist du einzuordnen, regional gesehen? Also mein Traum ist, mit Musik irgendwann halt die Leute zu berühren, zu inspirieren und auch zu motivieren. Und ja, ich glaube einfach, dass das, was ich eigentlich vorhab, in jedem steckt. In jeder Person auf der Erde steckt das Gleiche quasi. Bloß jeder hat immer andere Erfahrungen, die das Leben halt auch für einen vorschreibt, ne? Oder auch die Erfahrungen, die man sammelt, sind bei jedem unterschiedlich, aber im Grunde steckt in jedem Menschen das gleiche Potenzial. Und meine Musik oder mein Traum, was ich verfolge, schon seitdem ich 11, 12 bin, wo ich die ersten Rap-Texte geschrieben habe und dann auch immer wieder mit Freunden oder auch mit anderen Leuten gearbeitet habe und was versucht habe, so Projekte zu gestalten, da wird dann immer wieder auch bewusst, dass diese Energie, die man in sich trägt, dass man die auch weitergeben kann und auch von anderen Leuten bekommen kann. Und das ist, Okay. was mich quasi an der Musik so fesselt, ist, dass das ein krasses Mittel ist, womit man halt wirklich jeden erreichen kann. Wow, da hast du jetzt schon viel vorausgesagt. Also grob gesagt, der David kommt aus Rheine und das ist in NRW und der David ist begeisterter Musiker. Das haben wir auch in dem Vorgespräch schon festgestellt. Du schreibst Texte, hast eigene Rap-Songs gemacht. Aber wenn wir mal zurückgehen in deine Kindheit oder wo du aufgewachsen bist oder wie das so mit dir war, das war ja wahrscheinlich nicht schon immer so. Oder wie bist du zur Musik gekommen? Wann war das erste Mal, dass du damit in Berührung gekommen bist? Boah, das ist eine gute Frage. Und zwar war das bei mir schon früher so, wo ich kleiner war, liefen dann zum Beispiel Songs im Radio oder so. Und ich habe dann immer meine Mutter zum Lachen gebracht, indem ich einfach meine Lippen bewegt habe und Playback gemacht habe. Und das waren so die ersten Ansätze, wo man schon gesehen hat, der Junge, der hat entweder einen Schaden oder der ist halt irgendwie musikalisch, ne? Und das war halt Okay. schon, wo ich jung war, immer so jemand, der versucht hat. Oder was heißt versucht? Das kam so eigentlich eher so von mir aus mir raus. Das ist nie so was, was ich wirklich mit meinem Kopf gedacht habe, dass ich das jetzt extra mache, sondern es lief dann so ein Song und ich gucke meine Mutter an und ich bewege meine Lippen, als wenn ich den Song singe und die ist dann total am Lachen. Und das waren so die ersten positiven Erinnerungen, die ich damit in Verbindung bringe, so wenn du mich jetzt so fragst. Ja, cool, nicht schlecht. Was war in deiner Kindheit anders als bei deinen Freunden? Ich sag mal, jetzt ist nicht jeder musikbegeistert, wenn du jetzt in der Schule bist und hast dann da irgendwo so deine Passion schon mit recht frühen Jahren gefunden, dass du irgendwo mit 11 schon eigene Lieder schreibst oder sowas. Das ist ja nicht so typisch. Wie war das für dich da mit den anderen Leuten in der Schule? Ja, also zum Beispiel jetzt da, wo ich 11 war, dann war das ja zum Beispiel mit meinem Bruder und auch
ein sehr enger Kollege von mir, mit dem ich so die ersten Ansätze geschrieben habe. Das war dann jetzt wirklich nichts, was man jetzt heute zeigen könnte, aber es waren halt die Anfänge. Und da haben wir das auch mit einem Headset aufgenommen und dann wirklich low quality, also eine niedrige Qualität gehabt. Habe ich dann meinen Freunden in der Schule gezeigt, aber die haben das trotzdem alle gefeiert. Die haben dann trotzdem irgendwie, das hat dann immer weiter motiviert. Ne? Also die haben nicht gesagt, das ist schlecht oder so. Die haben dann gesagt, boah, das ist lustig, das ist cool. Aber die haben schon auch dann gesagt, das ist jetzt nichts Professionelles. Aber die haben das so bewertet, wie man es auch bewerten konnte dann. Ne? Das ist schön. Viele Leute haben die Erfahrung gemacht, dass der Freundeskreis oder irgendwo auch die Familie einen teilweise ausbremsen, wenn man dabei ist, so seine Passion zu verwirklichen oder seine Hobbys zu verfolgen und auszumalen, dass er für lächerlich befinden. Ich glaube, das hat dich dann bestimmt auch in großer Weise gestärkt, dass die Leute dann dahinter dir gestanden sind und haben irgendwo dich da auch unterstützt bei, richtig? Ja, das stimmt. Obwohl ich dazu sagen muss, dass es auch Erfahrungen gab, wo Leute mich ausgebremst haben mit ihrer Meinung oder wo ich habe auch oft zu hören bekommen, du wirst nicht berühmt, du wirst kein Star. Und das Interessante ist, ich war eine Zeit lang in einer Wohngruppe und zwar 4 Jahre, weil meine Mutter halt erkrankt war und mein Vater und meine Mutter haben sich früh getrennt und dadurch war ich nicht in der Lage, jetzt bei meinem Vater zu wohnen oder bei meiner Mutter, sondern ich war gezwungen, halt in der Wohngruppe zu sein. Und da bin ich halt auch in Kontakt mit Musikinstrumenten gekommen, wie zum Beispiel Keyboard spielen oder Gitarre spielen, weil der Sozialpädagoge, der mich da betreut hat, der auch wirklich eine sehr, sehr gute Bindung zu mir hatte, muss ich wirklich sagen. Also ich bin auch dankbar für die Zeit, dass ich dort gewesen bin. Im Nachhinein nicht für die Situation, aber jetzt bin ich selber kurz rausgekommen. Auf jeden Fall muss ich ganz kurz nachdenken. Eine Sekunde eben. Ja, also ich verstehe, du hast gesagt, du bist dankbar für die Situation gewesen da in der Wohngruppe. Die hat dir wahrscheinlich auch einige Sachen mitgegeben. Du hattest wahrscheinlich da, kann ich mir vorstellen, wie war das für dich, irgendwo eine unangenehme Situation zu Hause ausziehen zu müssen, in eine Wohngruppe ziehen zu müssen, aufgrund auch noch von Krankheit macht man sich wahrscheinlich auch Sorgen um die Familie. Und dann hast du halt zu den Musikinstrumenten gefunden. Ich glaube, das genau. war so das Problem. Genau, das mit, hast du recht. Und zwar ist genau auch in dieser Situation halt auch mein allererster Song und auch mein erster Text entstanden, weil ich da halt auch die Mittel dafür bekommen habe. Ich habe einen PC bekommen von denen, den ich nutzen durfte. Ich hatte das Equipment, ich hatte ein Programm, womit ich mich aufnehmen konnte. Ich wusste, wo ich die Beats herbekomme, die frei zur Verfügung stehen. Und habe dann da auch angefangen, halt, mich damit zu befassen. Und so ist dann halt auch Glaubwandig entstanden. Wie ich dir auch gestern halt im Telefongespräch erzählt habe, so, ne? Ja, das ist schön. Das heißt, viele deiner Texte und deiner Lieder, die handeln auch von dir selbst und von deiner eigenen Geschichte. Oder was ist die Botschaft? Ja, also es geht immer komplett um mein Leben, um das, was ich erfahren habe und wie ich damit umgehe. Normal kann man auch mal zum Beispiel einen Song machen, der so ein bisschen lustig ist oder der so ein bisschen übertrieben ist, im Sinne von, man nimmt da jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Aber mir ist persönlich wichtig, und ich bin einfach so aufgewachsen, dass ich den Leuten auch was mitgeben möchte. Also ich bin mir bewusst, dass jeder eigentlich, ich bin auch ein Mensch, der gerne Geschichten von anderen Menschen hat. Also ich bin auch jemand, der sich viele Interviews anschaut, auch viel Musik und sich immer so fragt, was wäre ich die Person? So, und dadurch ist es halt dann auch entstanden, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich habe das selber auch in mir. Ich mache das selber ja doch auch. Ich schreibe ja auch selber Texte, ich höre auch Melodien und mache mir Gedanken dazu. Und da war dann immer so dieser Blick, dass ich gesehen habe, dass die Menschen, die so wirklich extrem erfolgreich sind, die sind gar nicht so weit von uns weg. Die sind nur von dem, was sie geschafft haben, von uns vielleicht so ungreifbar. Aber im Grunde sind wir alle gleich, egal wie reich oder wie arm. Wow, das ist eine sehr interessante Botschaft. Wann hast du das für dich erkannt? Wann hast du das gelernt? Wie war das für dich? Also ich glaube, wirklich begriffen und verinnerlicht habe ich das erst, nachdem ich 18, 19, 20 wurde. Und dann reift man ja auch immer mehr. Ne? Also die Perspektive und die Argumente, die man in sich trägt, jeden Tag auch motiviert zu sein, die ändern sich ja. Also man hat zwar vielleicht viele Sachen, die gleich bleiben, aber viele Blickwinkel ändern sich. Und ich glaube, dass ich wirklich 18, 19 war, wo ich so begriffen habe, dass das so ist.
Davor habe ich vielleicht schon teilweise so gehandelt, aber es ist noch nicht wirklich verinnerlicht. Okay, interessant. Also, aber gut, es ergeben, glaube ich, viele Leute. Manche Leute haben das mit 30 oder 40 noch nicht erkannt, irgendwo so gewisse Reaktionen oder gewisse Erkenntnisse fürs Leben und stoßen dann auf einmal in dem Sinn drauf. Das ist interessant. Wie ist das? Was würdest du vielleicht anderen Leuten für einen Rat geben oder welche Erfahrungen hast du jetzt, die du vielleicht auch Leuten geben könntest, die sich auch mit der Musik beschäftigen möchten, die auch in dem Sinne, was das Thema Musik angeht, sich entfalten möchten, da so ein bisschen ihre eigenen Songs auf den Weg bringen. Was können die machen? Also da kann ich den Tipp geben, niemals aufgeben. Wie gesagt, immer an euch glauben, dass man sich Kritik von Leuten holt, die das wirklich ernst meinen. Also die da nicht einfach nur so einmal drauf gucken oder sich das einmal anhören und dann einfach pauschal darauf eine Antwort geben, sondern die sich das vielleicht 3, 4, 5 Mal anhören und sich damit wirklich mit der Materie befassen. Dazu würde ich auch noch sagen, dass man einfach auch an seinen eigenen Skills immer wieder arbeiten muss. Ne? Man muss schauen, was kann ich, was kann ich nicht? Ist das, was ich gerne machen möchte, überhaupt in meinem Skill-Bereich? Das heißt, kann ich das überhaupt? Also sind das Sachen, die ich überhaupt kann oder muss ich die mir noch beibringen? Bei mir war vieles zum Beispiel so, ein Beispiel ist eine Geschichte in einer Wohngruppe, da sehe ich das erste Mal, dass der Sozialpädagoge, der mich betreut hat, Gitarre spielt und ich war so fasziniert einfach, dass er so Gitarre spielen kann und ich konnte das nicht. Und dann habe ich den gefragt, ich will das auch lernen und so. Und dann hat er gesagt, ja, ich kann dir das beibringen, kein Problem. Und dann hing ich da wirklich 2, 3 Wochen nur am Nachklimpern quasi, bis ich zum Beispiel Smoke on the Water dann spielen konnte oder so. Hab dann auch so ein Buch von dem bekommen, wo das dann nochmal alles steht, welche Akkorde es gibt und wie das ganz genau funktioniert. Und da hat sich dann auch für mich festgestellt, so, also da habe ich dann auch herausgefunden, dass ich auch Musikinstrumente interessant finde. Und so ist das, also Musik ist so ein großes Thema, ne? Da gibt es so viele verschiedene Facetten. Das ist echt schwierig, das so in einem Satz jetzt zu sagen. So, ne? Ja, klar, das glaube ich. Was bedeutet Musik für dich so im Leben? Boah, Musik ist für mich immer, ist ein Halt, auf jeden Fall ein Halt. Auch ein Faktor, der beruhigen kann. Oder auch ein Faktor, zum Beispiel heutzutage, wenn man feiern geht, was fehlt, ist immer die Musik. Also im Endeffekt, ohne Musik kann man nicht mal heutzutage feiern gehen, will ich damit sagen. Ne? Mhm. Das heißt, Musik begleitet Menschen in fast jeder Lebenslage. Sei es traurig, sei es glücklich, sei es motivierend, sei es vielleicht auch mal melancholisch und ein bisschen ruhiger. Es ist einfach wirklich, wie gesagt, so facettenreich, das ist, da fehlen mir jetzt gerade sogar die Worte. Ja, das glaube ich. Was ist deine Lieblingsmusikrichtung? Hast du irgendeine Musik, die du sehr gerne hörst oder die du sehr gerne machst und produzierst? Ja, also ich persönlich bin halt wirklich Rap-Fan. So, aber ich bin im Musikbereich wirklich, jeder Bereich kann was Gutes bringen, sei es im Rock, sei es, okay, Schlager muss ich wirklich sagen, da bin ich raus. So, Schlagermusik ist nicht so mein Themenbereich, damit kann ich mich nicht identifizieren, aber alles andere, was gut klingt, was ein Gefühl rüberbringt, das kann gut sein. Das kann Rap sein, das kann R&B sein, das kann Pop sein, das kann Black Music sein, das kann... Es gibt sogar gute Techno-Lieder, die ich höre, obwohl ich jetzt nicht so ein Techno-Fan bin im Allgemeinen, aber auch da gibt es gute Lieder. Also da liegt es, glaube ich, auch immer an dem Künstler, der das produziert und macht und wie es dann halt rüberkommt. Ne? Also da kann ich mich nicht auf ein spezifisches Genre jetzt festlegen, aber Rap-Musik würde ich mir schon auf die Flagge schreiben. Okay, cool, nicht schlecht. Wie ist das, wie kommst du auf die Idee, ein Lied zu produzieren? Hast du da immer Sachen im Hinterkopf oder packt dich dann so die Muse, dass du auf einmal sagst, jetzt habe ich die Idee, jetzt muss ich was rausbringen? Boah, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ab und zu ist das so, dass es wirklich wie so ein Gedankenblitz ist. Ich höre zum Beispiel sehr, sehr oft über stundenlang Beat und dann ab und zu kommt einfach so wie ein Funke, also als wenn mir das Licht aufgeht und so eine Birne erleuchtet und dann habe ich die Idee und dann arbeite ich daran, bis das Ding fertig ist. So. Und so entstehen meistens auch die schönsten Dinge. Also egal jetzt, ob ich die jetzt bei YouTube hochlade oder nicht, wenn ich die für mich auch allein auf dem Handy habe und ich höre die auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Rückweg von der Arbeit, gibt mir das immer wieder so viel Power und Kraft, immer weiterzumachen, weil ich da halt dann immer ein Beispiel für mich selber habe. Ne?
Aber das kann in allen möglichen Variationen entstehen. Das kann auch entstehen, man läuft irgendwo und kriegt auf einmal so eine Idee oder man ist mit Leuten und irgendwie kommt man auf einen Gedanke, der dann einen dazu bringt, an etwas zu arbeiten. Das ist wirklich sehr oft unterschiedlich, aber in den meisten Momenten, wie ich gerade gesagt habe. So, ne? Jetzt hast du mehrmals den Begriff Arbeit genannt. Du gehst zur Arbeit, du kommst von der Arbeit zurück, hörst dabei deine Musik, du arbeitest an deiner Musik, du arbeitest an deinen Liedern. Jetzt heißt unser Kanal ja auch The Way of Business TV und das Thema Business und Arbeit ist ja in dem Sinne ja auch ein Thema bei uns. Wir haben die letzte Viertelstunde ungefähr jetzt deiner Leidenschaft gewidmet, nämlich der Musik. Jetzt ist es aber so, dass das Thema Arbeit und Beruf oder Selbstständigkeit, Berufung ja auch eine Rolle spielt und da ist es ja in der Tat so, wie ich anfangs angekündigt habe, dass du da am Anfang stehst und noch irgendwo hin möchtest. Was ist beruflich das, wo du mal sein möchtest in den nächsten Jahren, um deine Leidenschaft irgendwie zu deiner Nummer 1 zu machen? Also, mein Traum wäre es wirklich da muss ich ganz kurz ein paar Sekunden überlegen, damit ich das wirklich gut formuliere. Und zwar wäre mein Haupttraum eigentlich sogar Produzent zu sein, ne? So ein Musikproduzent, der mit ein paar Künstlern zusammenarbeitet, vielleicht sogar eigene Beats baut. Das wäre so vielleicht mein höchster Traum, von dem ich mich noch am weitesten distanziere sehe, von den Möglichkeiten leider, weil ich das Equipment, all diese Möglichkeiten leider jetzt gerade nicht nutzen kann, diese Ideen nicht direkt umsetzen kann. Aber auch ein Traum wäre es einfach, ein Künstler zu sein, der auf der Bühne performt und den Leuten etwas zeigen kann, wie seine eigenen Songs, also das wäre schon mein Traum. Oder auch in YouTube Videos zu haben, wo ich dann die Message wirklich mit Video und Audiomaterial halt dann den Leuten zeigen kann. Wir verlinken übrigens auch die Videos und die Kanäle, unter denen man dich finden kann, David, hier in der Videobeschreibung. Also wenn ihr, liebe Zuschauer, den David euch nochmal anhören wollt, wir machen am Ende auch nochmal ein Lied von ihm an und aber auch auf seine Kanäle aufmerksam werden möchtet, ihn vielleicht engagieren möchtet für eine Veranstaltung oder irgendwo mal für eine Bühne, für eine gewisse Performance, könnt ihr euch dann, denke ich mal, auch gerne bei ihm melden. Gerne. Ja, wie ist das so? Was bedeuten für dich so verschiedene Dinge im Leben? Was die Musik bedeutet dir sehr, sehr viel. Du hast auch gesagt, dass Familie für dich ein Thema war und ist wahrscheinlich aufgrund deiner Geschichte auch. Was bedeutet dir das? Bist du ein Familienmensch? Ja, auf jeden Fall. Das geht alleine damit los, dass ich seit Geburt, also seitdem ich im den Bauch meiner Mutter war, immer jemanden neben mir hatte, und zwar mein Zwillingsbruder. Mhm. Und das heißt, ich bin quasi damit aufgewachsen, immer jemanden bei mir zu haben. Ich bin quasi auch der Jüngste. Hört sich jetzt komisch an, weil ich Zwillingsbruder habe, aber der ist nur eine Minute älter als ich. Ne? Und da muss ich halt sagen, ich bin halt wirklich damit aufgewachsen, dass man immer alles teilt, dass man gleich behandelt wird, weil ich habe ja nur meinen Zwillingsbruder, der dann auch die gleichen Klamotten bekommt wie ich. Kennt man ja so ein bisschen, wir sind zwar zweieich und nicht eineich, wie welche, die sich wirklich aus dem Gesicht geschnitten aussehen, aber das, glaube ich, hat mir von Anfang an einfach auch so die Moral innerlich mitgegeben, so dass das wichtig ist, Familie und Zusammenhalt, und das habe ich gerade bezüglich meines Bruders wirklich sehr intensiv immer gespürt, dass wir immer so auch merken, wenn es den anderen schlecht geht, auch wenn er nicht bei mir in der Nähe ist oder so, man merkt das irgendwie, das ist schwer zu erklären, und daraufhin normal liebe ich meinen Vater, ich liebe meine Mutter, ich liebe meine Verwandten, ich wünsche jedem nur das Beste. So. Und wenn man das merkt bei seiner eigenen Familie, dann kann man das auch auf alle anderen Menschen eigentlich beziehen, weil wir sind eigentlich alle gleich so. Deswegen sehe ich sehr viele Freunde auch, die jetzt nicht mit mir verwandt sind, wie meine Familie. Also deswegen ja. Ist... Das hast du wirklich schön gesagt, das muss man einfach mal auch so kurz in sich... ja, mal kurz drüber nachdenken. Jetzt ist es so, du möchtest Produzent sein und deine Familie steht ja auch voll hinter dir. Dein Zwillingsbruder, machen die eigentlich auch Musik? Also mein Zwillingsbruder, der macht auch Musik. Leider jetzt nicht so, dass er wirklich regelmäßig ins Studio geht oder Sachen aufgenommen hat. Aber er hat eine echt seltene Stimme, wie ich finde. So. Und der hat mich auch quasi dazu auch ein bisschen inspiriert, mit der Musik
durchzustarten, weil ich das immer bei denen gesehen habe, dass das aus so einer krassen Leidenschaft macht. Das ist wirklich extrem, extrem. Ja, das ist cool. Ja, wie ist das allgemein? Du hast dich ja auch mit vielen verschiedenen Dingen beschäftigt. Du schaust viele Interviews, du hast dich auch wahrscheinlich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und sowas häufig auseinandergesetzt, richtig? Was hat das in dir ausgelöst? Das Thema, dass du so viel über dich selbst nachdenkst, dass du Ziele hast, dass du so sehr an dich glaubst und an deine Träume glaubst. Wie ist es dazu gekommen? Weil viele Leute haben das ja nicht. Also ich glaube wirklich, dass das auch mit Glaube zu tun hat. Also so, ich habe wirklich, ich glaube an Gott so. Und ich glaube auch, dass alles, was man macht im Leben, irgendwann zurückkommt. Sei es gut, sei es schlecht. Aber ich glaube, dass alles irgendwie gesteuert wird. Und das, wie es gesteuert wird, ist im Grunde gut. Wir Menschen, wir können halt, wir lassen uns oft verblenden von Dingen, die gar nicht wirklich greifbar sind, die oft immer so kleine Hirngespenste auslösen. Oft haben wir selber Angst vor Sachen, die gar nicht eintreten werden. Und ich glaube, dass dieser Gedanke, so dieser Grundgedanke, dass alles für einen vorgeschrieben ist, dass man quasi sich das nur holt, was einem gehört, so. Ne? Ja. Sei es auch der Erfolg, jetzt nicht nur materielle Dinge, die man sich greift, sei es vielleicht auch die Frau, die man vielleicht irgendwann hat, oder die Kinder, die man bekommt. Das sind alles Sachen, die einem quasi zustehen, ohne dass man es vorher weiß. Und diese Gedanken halt haben mich immer, also, das hat mir mein Glaube gegeben, wirklich so. Die Überzeugung einfach, dass es jemanden gibt, der uns alle irgendwie im Griff hat. Ja, das ist interessant. Hast du eine Mission im Leben? Oder ein Warum? Irgendwas, so eine Überschrift, die über dein Leben steht, was du bewirken oder was du mitgeben möchtest? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube einfach, also meine Überzeugung ist, dass dieses Leben hier ist für mich wie ein Test. Mhm. Und das heißt, diese Prüfung, die wir hier durchleben, ist quasi nur die Vorstufe zu der Wahrheit. So. Weil irgendwann wird der Tag kommen und da bin ich mir einfach sicher. So. Da glaube ich auch, vertraue ich auf meine Gefühle. Ne? So, jeder hat eine andere Weltvorstellung und ich bin kein Mensch, der versuchen würde, anderen Menschen von seinem Glaube zum Beispiel zu überzeugen und den dazu bringen, das Gleiche zu glauben. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es für mich, einfach nur mein Glaube für mich so zu leben. Deswegen sind da auch viele Sachen zum Beispiel privat, die ich auch nicht immer sagen würde. Aber wenn du mich jetzt so offen fragst, ist mein Warum, um eigentlich zu dienen. Also um eigentlich ein guter Mensch zu sein und quasi, ja, also ein guter Mensch zu sein, ist, glaube ich, für mich so die Hauptaufgabe. Das ist schön. Jetzt gibt es Menschen, die das Video sehen, es gibt Menschen, die verfolgen unseren Kanal, es gibt vielleicht auch Menschen, die folgen dich schon. Was sind genau die Sorte Menschen, denen du was mitgeben kannst im Leben, sei es in der Musik, sei es in der persönlichen Weiterentwicklung, sei es in den Gedanken und den Erkenntnissen, die du im Leben schon hattest? Was sind die Menschen, an die du was, denen du was mitgeben kannst? Also im Grunde, glaube ich, gibt es da keine Altersbegrenzung. Auch wenn man jetzt sagen könnte, okay, jemand, der älter ist, den kann ich nicht wirklich was vom Leben erzählen, weil er schon älter ist und mehr Erfahrung hat. Aber ich persönlich glaube nicht, dass das Alter eine Rolle bei der Sache spielt. Das ist nämlich egal, wie alt man ist. Es kann jemand sein, der ist 10 Jahre alt und der hat vielleicht mehr erlebt als ich jetzt. Aber es kann auch jemand sein, der ist 50 und der hat nicht mal die Hälfte erlebt von dem, was ich erlebt habe. Ja. Deswegen ist das da schwer, eine Altersgruppe oder so festzulegen. Aber ich glaube, jeden Menschen, der wirklich was im Leben so erreichen möchte, nicht nur finanziell, sondern auch vom Gefühl her, einfach authentisch für sich selber zu sein und auch in den Spiegel zu schauen und auch wenn einem Fehler auffallen im Sinne von, man ist nicht immer komplett zufrieden mit sich selbst, trotzdem noch in die Augen zu schauen und zu sagen, du bist ein guter Mensch, so, aus dir kann was werden, mach das Beste aus dir. So, das glaube ich, das, was ich vermitteln will. Ja, schön. Was für Menschen oder von welchen Menschen brauchst du in den nächsten Schritten Hilfe? Boah, Menschen, die, die vielleicht Erfahrung gesammelt haben mit Leuten wie mir, die so in den Anfängen stehen und quasi
wo vielleicht zwei, drei Hebel noch fehlen, damit es wirklich funktioniert, das, was ich mir erträume. Ne? Also, wenn es da draußen irgendwelche Produzenten gibt, die ein Studio haben oder Leute, die gerne Videos machen, ne? Ihr könnt euch wirklich gerne bei mir melden und ich bin bereit, mit euch Projekte in Angriff zu nehmen. Und wenn das persönlich erstmal miteinander funktioniert, dann können wir gerne zusammenarbeiten. Mhm. So. Das ist eine schöne Ankündigung. Also das finde ich gut. Das ist ja auch oft so. Oftmals entstehen ja auch so Situationen, dass man am Ende zusammenarbeitet, zusammen was macht, vielleicht ein Team ist oder gemeinsam was erschafft. Dadurch, dass man sich einfach im Persönlichen gut versteht, sich einfach wertschätzt und sagt, hey, ja, eine Person, der traue ich über den Weg. Ich habe zum Abschluss, bevor wir jetzt das Ganze mit einem Lied von dir beenden, noch ein paar Fragen, so allgemein, die ich auch fast jedem meiner Gäste hier so stelle. Was bedeutet für dich Erfolg? Erfolg bedeutet für mich Zufriedenheit. Zufrieden mit der Situation zu sein, die man gerade hat und dass man einfach glücklich ist. Zufriedenheit und glücklich sein. Okay. Was bedeutet für dich Geld? So, sorry, da ist kurz was aufgeploppt. Die Frage, was bedeutet für mich Geld? Geld ist für mich nur ein Mittel zum Zweck. Das heißt, wenn man überlegt, früher haben die Leute gar kein Geld gehabt, sondern die haben einen Sack Reis gegen eine Kuh getauscht oder so, wenn man so überlegt. Aber Geld ist für mich ein Werkzeug, was man nutzen kann, aber was viele falsch, glaube ich, also mein Gefühl ist, dass viele es falsch nutzen und viele auch ein falsches Blick drauf haben. Aber Geld ist ein Mittel zum Zweck, würde ich sagen. Okay. Was bedeutet für dich Glück? Glück bedeutet für mich, boah, ich habe Hände, ich habe Füße, ich habe Ohren, ich bin gesund. Glück kann man auch auf Gesundheit beziehen. In meiner Sache, weil ich auch weiß, meine Mutter zum Beispiel, die krank geworden ist, die nicht mehr arbeiten kann. Das Glück ist auch, wenn du gesund bist. Wenn du das, was du, dass du ein Herz hast, was schlägt, dass man isst, ist schon eigentlich Glück. Aber wenn du jetzt nochmal, also wenn ich nochmal mit einer anderen Perspektive drauf schauen soll, ist Glück auch, ja, also, so wirklich glaube ich an Glück nicht, sondern ich glaube, es ist alles Schicksal. Wenn du Glück kann man ja auch anders definieren, ne? Mhm. Ja. Also Glück ist für mich nicht, man rubbelt jetzt einen Rubbel los auf und gewinnt dann 20.000. Das wäre für mich nicht so wirklich Glück, sondern Zufall. Aber ich glaube eher so an Schicksal. Deswegen, das ist ein bisschen vielleicht widersprüchlich, aber da bin ich ehrlich und sage einfach, was ich gerade denke. Das ist ja auch schön. So, wir haben jetzt hier das Interview gehabt mit dir und jetzt stellen wir uns mal vor, es wären 3 Jahre weiter und wir würden uns hier nochmal sehen. Oder sagen wir 5 Jahre weiter und wir würden uns nochmal in einem Interview sehen. Das Schicksal, der Erfolg, die Zufriedenheit, das Glück, alles hat in dem Sinne für dich gespielt, im Optimalfall. Was für ein Mensch hätten wir dann gegenüber oder was für ein Mensch bist du dann sein, wenn alles gelungen ist? Boah, ich glaube, ich würde immer noch so strahlen wie jetzt, vielleicht ein bisschen mehr, weil dann meine Ziele erreichter wären, ne? Aber wahrscheinlich wäre das Interview dann vielleicht in irgendeinem Studio, wo ich mit einem Produzenten gerade für das nächste Album arbeite und wir machen da kurz ein Interview drüber und ich erzähle dir dann, wie das gerade läuft, wie die Arbeit ist, mit wem ich gerade arbeite und wie das aussieht und wann die Sachen rauskommen, wann die bei YouTube erscheinen. So würde ich mir das vorstellen, wenn du mich so fragst. Ja, das ist auch ein schöner Gedanke und das ist auch eine Message, die ich gerne jetzt auch an alle anderen aussprechen möchte, die hier zuschauen. Viele Leute sagen immer nur, die schauen, wer ist denn jetzt erfolgreich, wer hat es denn geschafft, wer ist denn schon so weit? Und versuchen dann an die Leute zu kommen, die schon irgendwo was, ein gewisses Level erreicht haben. Hier haben wir jetzt jemanden sitzen, der vielleicht in ein paar Jahren seine Musik produziert, bekannt sein wird, in Studios sitzen wird, in Interviews sitzen. Dann seid ihr diejenigen, die sagen würden, würde ich doch irgendwie mit dem in Kontakt treten können. Könnte ich den doch mal treffen? Könnte ich doch mit dem arbeiten? Und mein Tipp an euch alle ist, meldet euch doch jetzt schon mal und schaut bei den Leuten, bevor es soweit ist, dass ihr die auf den Weg dahin begleitet, weil dann seid ihr in dem Sinne mit dabei und seid nicht am Ende diejenigen, die an der Bittstellerposition vor der Bühne hocken, sondern diejenigen, die mit jemandem den ganzen Weg zusammen durchgekämpft und durchgefeiert sind. Das so als Schlusswort von meiner Seite.
Wenn jetzt Leute dann zu dir Kontakt aufnehmen möchten, wie können sie dich am besten kontaktieren, David? Also am besten kann man mich kontaktieren über Instagram. Also da kann man mich einfach finden. Ich heiße da Davut777. Schreiben wir in die Beschreibung rein nochmal. Genau, da könnt ihr dann nochmal in die Beschreibung reinschauen und mich dann kontaktieren, wenn ihr das möchtet und wenn ihr da Interesse habt. Ja, ich glaube, Instagram würde jetzt erstmal reichen. Ansonsten könnt ihr mich auch über Facebook erreichen. Aber ich würde sagen, versucht es erstmal über Instagram und dann werden wir weiterschauen. Ne? Alles klar, perfekt. Okay, David, ich danke dir für das Interview. Ich danke dir für deine Geschichte, für deine Offenheit, auch für die vielen inspirierenden Sachen. Ich denke, ich werde mir im Nachhinein das Ganze auch nochmal anschauen, weil du so viele gute Sachen echt gesagt hast. Und ich würde einfach sagen, wir verabschieden uns in dem Sinne mit einem Lied von dir, okay? Dürfte ich da noch einmal ganz kurz was reinscratchen, weil ich bin ja klar, gerne. Gerne. Das heißt, ich mache jetzt gerade die DJ-Platten für den nächsten Song, der jetzt kommt zum Outro. Und ich wollte auch nochmal sagen, ich bedanke mich bei dir für das nette Interview. Hat mir wirklich gefallen. Und mal gucken, wie es bald aussieht, ne? In ein paar Jahren. Vielleicht wird das ja alles wahr, ne? Alles klar. Ah, ich halte das mal kurz für ein Mikrofon. Yeah, cool. Das war mal ein etwas anderes Schlusswort. Dann hören wir jetzt noch einen Schlusssong und schaltet doch einfach beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. Ah. 2010 DC, glaub an dich. Yeah. Glaub an dich. Glaub an dich. Glaub an dich und denk nicht daran, was die anderen sagen, ihr scheißiger Mann. Denn wenn du immer daran denkst und immer daran hängst, hast du schon längst deinen Traum verpennt. Junge, Mädchen, Mann oder Frau, das geht an alle, alle die einen Traum haben. Traum nicht mehr zu träumen, sondern ihn zu realisieren. Denn mit Schlafwandeln könnt ihre Zeit nur versäumen und verlieren. Der Weg ist hart und er ist lang. Doch du musst länger aushalten als du kannst. Egal wer sagt, du kannst das nicht. Du weißt, dass du kannst, also glaub an dich. Glaub an dich. Glaub an dich und denk nicht daran, was die anderen sagen, ist scheißegal, Mann. Denn wenn du immer daran denkst und immer daran hängst, hast du schon längst deinen Traum verpennt. Glaub an dich und denk nicht daran, was die anderen sagen, ist scheißegal, Mann. Denn wenn du immer daran denkst und immer daran hängst, hast du schon längst deinen Traum verpennt. Harte Zeit, doch du tust keinen Leid, der Weg ist schmal, du bist breit, du bist kahl, es ist kalt. Jeder tritt auf dich, jeder spuckt auf dich. Doch keiner, keiner der guckt auf dich. Sie sagen, du kannst das nicht, also hör auf damit. Denn sie wollen dich nur runterkriegen, wollen nur deinen Kampfgeist besiegen. Doch wenn du das zulässt und nicht an mich glaubst, ist es aus mit deinem Traum. Glaub an dich und denk nicht daran, was die anderen sagen, ist scheißegal, Mann. Denn wenn du immer daran denkst und immer daran hängst, hast du schon längst deinen Traum verpennt. Glaub an dich und denk nicht daran, was die anderen sagen, ist scheißegal, Mann. Denn wenn du immer daran denkst und immer daran hängst, hast du schon längst deinen Traum verpennt. Glaub an dich. Glaub an dich. Yeah. Bleib deinem Traum treu und sei nicht das Girl oder der Boy. Der Weg übergeht wie beim Gameboy. Doch der Unterschied, das ist ein Toy und dein Traum ist echt. Auch wenn der Weg ist ungerecht. Doch so ist das Leben, alle wollen leben, doch keiner will geben. Du bist ein Träumer von vielen. Doch du bist einer, der sein Traum aus den Augen zu verlieren. Doch es gibt Milliarden Träumer, doch auch Milliarden Versäumer.
Denn nur die wenigen bleiben stehen und haben noch die Kraft, den Weg zu Ende zu gehen. Denn sie vergessen, wer sie sind und wer sie waren und was ihr Traum ist. Doch noch wichtiger, sie glauben nicht an sich. Glaub an dich und denk nicht daran, was die anderen sagen, ist scheißegal, Mann. Denn wenn du immer daran denkst und immer daran hängst, hast du schon längst deinen Traum verpennt. Glaub an dich und denk nicht daran, was die anderen sagen, ist scheißegal, Mann. Denn wenn du immer daran denkst und immer daran hängst, hast du schon längst deinen Traum verpennt. Glaub an dich und denk nicht daran, was die anderen sagen, ist scheißegal, Mann. Denn wenn du immer daran denkst und immer daran hängst, hast du schon längst deinen Traum verpennt.